Aufnahme, Discord auf, so. Ja. Das ist so leid. Ich glaube, das schneide ich mit rein. Mach das. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Ultrasonne in der Randomizer Soling Challenge. Nicht mit Silber, dieses Mal ist es mit Karamals. Ah ja. Nee, moin erstmal von meiner Seite aus. Ja, ist schon eine Weile her, die letzte Aufnahme tatsächlich. Deswegen müssen wir jetzt erstmal schauen. Karamals. Also im letzten Part haben wir auf jeden Fall dieses Mele Blumenmeer hier, oder wie man das ausspricht, fertig gebracht. Und haben Mele, auch. Mele Blumenmeer. Ja, und haben auch von der, wie heißt die Blondine nochmal? Lilly. Genau, von ihr dieses Pokémon ja aus der Höhle zurückgebracht quasi und da auch unseren Encounter geholt. Ja. Willst du kämpfen? Den musst du nicht kämpfen. Okay. Direkt nach der Brücke ist ein Trainer, dem kannst du ausweichen, nur so nebenbei. Wie folgt man den Opa? Okay. Aber theoretisch können wir das ja eigentlich mitnehmen, oder? Könnten wir, nur ich habe keinen Bock. Außerdem ist hier unten. Untermensch. Dragoran-Training. Ist ein fucking Dragoran mit Multischuppe, der braucht kein Training, der nimmt doch so alles auseinander. Na gut. So. Puff. Jetzt hat er sich angestrengt. Außerdem ist der Dragoran gleiches Level wie mein Metacross. Egelsam setze ich hier nicht ein. Da oben ist übrigens so ein Bärenbaum, ne? Oben rechts auf deinem Bildschirm, da könnten wir uns einen Encounter mitnehmen. Wenn wir ein Pokémon drin haben. Im hohen Gras haben wir keinen. Aber zählen wir die Bären jetzt dazu? Ist das nicht noch die gleiche Route wie davor, wo das andere Poké-Center war? Wir hatten gesagt, die Bären sind separater Encounter, aber ich habe sowieso nichts drin, also. Okay. Dann ist das sowieso kein Encounter. Nee, ich meinte aber, ich glaube, das ist immer noch die gleiche Route gewesen. Ja, an sich ja, nur die Bären waren separater Encounter, hatten wir beschlossen. Ja, aber hatten wir da hinten, hatten wir am Anfang der Route nicht auch so eine Bären schon gehabt? Hatte ich so in Erinnerung auf jeden Fall. Alter, halt einfach die Fresse, Rotom. Ja, Hypno ist auch nicht gerade angenehm. Hier sind wir jetzt wieder, guck mal. Dein Stream pausiert gerade bei mir. Warum? Ja, ich guck nochmal kurz, vielleicht liegt's gerade an mir. Nee, ich sehe meinen eigenen Bildschirm gerade. Also dein Stream wurde mir gar nicht angezeigt. Warte. Doch, da ist er. Warte. Man kennt ihn. Ah, endlich, jetzt sehe ich den Bildschirm. Ach, da ist der Hund wieder, ja. Bin noch mal kurz gucken. Ich habe sie in Erinnerung, als ob hier. Ah, hier ist der Pikachu-Verschnitt. Ich habe es in Erinnerung, als ob hier Mewtwo lebt. Nö, lass Mewtwo mal bitte weg. Mewtwo kann ja echt gefährlich werden. Immer ein scheiß Mewtwo. Ja, ich wollte halt nur gucken, ob er hier lebt. Und dieser andere von diesem Legi, den ich im Team habe, gibt es ja auch drei Formen. Glaube ich, drei oder vier Formen. Und Capotoro, Capofala und Capokima, also vier Formen. Genau, und Capotoro lebt hier nämlich auch. Das hatte ich zumindest noch in Erinnerung. Aber okay. Ui. Nee, gut. Dann halte ich mich mal ran. Ich glaube, wo müssen wir jetzt eigentlich als nächstes hin? Müssen wir jetzt zu dem Opa und uns, wenn wir den besiegt haben, kriegen wir das Tauros, ja? Ja, irgendwie schon, nur ich renne jetzt erstmal als erstes zu dem Pokémon Center. Rechts lang, da kannst du dann direkt. Musst du ein bisschen durch hohe Gras, so ein bisschen, aber da kannst du dann direkt ohne irgendwo. Und dann unten da straight nach links. Ja.
Ja, ich guck noch mal kurz bei der Mutter vorbei, vielleicht hat sie noch ein Pokéball. Sie halt, ich nur. Ah, schade. Ah, nee, doch nicht. Und? Du hältst ein Pokéball. Warte. Aua. Au. Ach, Mann. Ach, Mann. Ach, du guckst dir gerade deine Wand an. Mann, Jesus, womit habe ich das verdient? Eine Ewigkeit später. Ich hab grad einfach so Feuerstein auf Google eingegeben und dachte mir so, hä, warum kommt da denn nichts mit Pokémon? Warum sind da einfach nur so blöde Steine? Aber genau, Feuerstein gibt's ja auch in echt. Ultrasonne, Ultramond, Diktatunnel. Diktatunnel. Holy City, Pokémon Horde. Okay. Sag mal, konnten wir die Superbälle vorher schon kaufen oder ist das jetzt dank der Inselprüfung so? Ich glaube, das ist jetzt dank der Prüfung so. Kann sein. Okay, dann könnte ich theoretisch meine Pokébälle verscheuern und die Superbälle reinnehmen, finde ich. Ja, ich verkaufe die Hälfte auf jeden Fall mindestens. Ich check gerade jede Stelle ab, wo du einen Feuerstein kriegen kannst. Ah, 5000 auch gekriegt für die Pokébälle, das hat sich doch gelohnt. Dafür kaufe ich mir Superbälle. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir müssen zu dem Opa zurück. Ja, da ist auch die Fahne unten auf dem Bildschirm. So, ich habe kurz nachgeschaut. Ab der dritten Insel bekommst du. Ab der dritten. Okay. Diese Region hier ist ja in verschiedene Inseln aufgeteilt, wie du wahrscheinlich schon bemerkt hast. Und auf der dritten Insel gibt es zwei Möglichkeiten für dich, einen Feuerstein zu kriegen. Ich will mal kurz mit Vulkano mal kämpfen. Wahrscheinlich war das jetzt umsonst, dass du nachgeguckt hast, weil gleich wollte drauf gehen. Nee, nicht gegen ihn. Da muss er dich schon extrem blöd anstellen. Genauso. Du musst nicht mal Silberbickel oder so einsetzen. Der ist Level 2 und du bist Level 16, Alter. Ich gehe jetzt ein bisschen taktischer da irgendwie an die Sache ran. Mittlerweile. Ich weiß auch Schwertanz und die ganzen Items auf jeden Fall jetzt mittlerweile auch zu schützen. Das ist gut. Definitiv. Also was die allein ausmachen, hätte ich das mit Meistergriff gemacht. Okay, der hat eh fast alles gewonnen, hätte den Alpha Saphir, aber. Ja, das stimmt schon, aber. Ja, aber hätte er da noch diese Kampfattacke gekriegt, dieser eine? Steigerungshieb. Ne, da gab's noch eine andere, Protzer. Ja, okay. Ja, gut. Ja, aber die... Steigerungshieb ist, finde ich, besser als Protzer, weil damit machst du dem Gegner auch noch Schaden und kriegst einen Angriffsboost. Er hat einfach einen shiny Wurfels bei mir. Du und dein Vulkaner, seid ihr bereit? Achso, ne, einen Moment. Okay. Oh, ich warte hier im Kampf. Mann, er hat einfach einen shiny! Ich will auch. Also jetzt sehe ich es, ja, lol. Das stimmt, das macht es auch, ja. Und wir beide ignorieren das größtenteils. Ey. Wir hätten in der Pokéliga vermutlich auch viel mehr reißen können. Ich ignoriere das eigentlich nicht. Ich achte da schon drauf. Gerade in der Pokéliga achte ich da drauf. Ja, ich habe nur meistens nichts gesagt, sondern habe es einfach so gemacht. Du wolltest, dass ich die Challenge einfach nur verkacke. In der Tat, natürlich. Nein. Ja, ja. Ja, und eben hatten wir noch ein Aufnahmeproblem gehabt, was ich vor der Aufnahme nochmal gesagt hätte, oder... das. Wie heißt das Pokémon nochmal richtig ausgesprochen? Also ich nenne es Graro. Kramor. Kramor, okay. Das erinnert mich total an Prison School, wer es kennt. An die höchste Schulsprecherin quasi. Und an die Itachis Krähe. Oder an seine Krähen überhaupt, sagen wir es mal so.
Okay, trotz des Items zieht Glut aber trotzdem relativ wenig ab. Okay, ist keine starke Attacke, aber... Ja. Wehe, der tauscht den... Ey! Du Arschloch! Und wieder Perlu. Leck mich. Okay, gut, das Viech ist kein Problem, da hole ich Kaporiki rein. Ja, für Kaporiki ist das gar kein Problem. Nein. Nicht mal der Rede wert für ihn, Alter. Ja, mach ja, eine Aquaknarre. Ja, kann ruhig machen. Pocano wäre jetzt wahrscheinlich so gut wie tot. Bei der Aquaknarre lacht der Kaporiki sich so ein bisschen ins Fäustchen. Ja, One-Hit. Tschüss. Bitte so. Kein Burn, bitte kein Burn, bitte kein Burn. Oh, kein Burn! Warum setze ich die Attacke ein? Die ist nicht sehr effektiv. Ich habe den Angriff Boost, deswegen setze ich die ein. Das war natürlich alles geplant. Warum setze ich die nochmal ein? Ich habe den Angriff Boost und ich hoffe auf noch einen. Und ich habe wieder keinen Burn, Alter. Glück muss man haben. Aber ein bisschen heilen. Bevor was Knack drauf geht. Hat Knackse hat er eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich eine Drachen- und Eisschwäche, ja? Ja. Und Fee. Okay, und Fee. Okay, ich hab nur Lust Drache, also muss Dragoran da rein. Eigentlich in gewisser Weise, ja. Okay, Dragoran hat jetzt aber noch die Bulti-Schuppe, das heißt, der kann... Der, und die Volltrefferquote quasi. Also, dass er angreifen kann. Also ich glaube, das ist die... Quote, wegen ja. Fängklammer. Ja, genau. Also das ist die beste Methode und der hat die... So muss es laufen. Er war fast direkt ausgenockt. Es gibt den direkt hinterher, der wird vermutlich nicht mehr angreifen können, oder? Er ist schneller, oder? Nö. Wie eventuell wegen deiner Fingklaue. Ach stimmt, da war ja was, ja. Okay, das Item ist echt praktisch. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Eine Flingklaue kann manchmal richtig viel ausmachen, ja? Ja, ich hab... Alter, in der Challenge mit meinem Bruder. Du kennst doch K.O.-Attacken, so Guillotine und sowas, ne? Ja. So. Ich hatte das mal in, Ultrasonne, Ultramond. Da kämpft man ja später gegen Ultranekrotzmann, ne? Oh. Gut, ja. Du kennst Ultranekrotzmann wahrscheinlich noch, ne? Sagt mir gerade ehrlich gesagt nichts, ne? Auf jeden Fall ein extrem starkes Viech. Das war da so ungefähr. Ich hatte keine Chance, gefühlt. Weil ich war irgendwie 10 bis 15 Level unter dem Ultranekrotzmann. Nein! Nein! Gefroren. Ja. Habe ich eine Beere, die das aufheben kann? Ah ne, ich glaube, das gibt's ja gar nicht. Ich weiß gerade gar nicht mal, welche Beere Eis wegmacht, Alter. Eis sieht man so selten. Ah, das ist das. Auf jeden Fall, ich habe meinem Kingler eine Flinkklaue gegeben. Und in der ersten Runde habe ich wegen Flinkklaue den Boost bekommen und habe eine Guillotine getroffen. Und deswegen habe ich gegen das Viech gewonnen. Alter, das ist... Ja, ist schon heftig, ja. Das ist mehr Glück als erlaubtes Gefühl. Okay, Kaporiki steckt auf jeden Fall ein bisschen mehr ein. Zur Sicherheit gebe ich... Polizei erlaubt. Kaporiki gebe ich jetzt auf jeden Fall noch einen Panzerschutz, damit er das noch ein bisschen besser wegstecken kann. Feuerheiler wegmachen und dann habe ich gefühlt schon gewonnen, weil ich habe im Betagross schon zweimal Angriffsboost bekommen. Ich bin plus 2 Angriff. Wer erwohnt hätte mich jetzt? Mit irgendeiner... Scheiß Elektro hat ja keine Wirkung. Ach. Habe ich total vergessen. Dann Rucksack Keep. Ich bin plus 3 Angriff. Okay, jetzt kommt ein Duell. Ja. Lehmchen lädt daher. Und nochmal. Genauigkeit sinkt, es kann sein, dass du verfehlst, pass auf. Okay, nee, jetzt heile ich Kaporiki. Das ist mir dann ein bisschen zu intens. So, Metagross ist plus 3 Angriff, was soll mir noch passieren? Ja, mach deine Lebensstelle ruhig. Schade, dass Dragoran das jetzt nicht machen konnte, aber nur weil... Ey, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf einmal einfriert? Und Rucksack... Und Rucksack-Keep hätte nicht getroffen. Ja, jetzt. Evoli. Kaporiki ist 20, Kreideschrei, nee, diesmal nicht. Panzerschutz finde ich besser gerade. Evoli hat mir ganze 4 Leben abgezogen. Lammrad. Ja, wenn das Let's Go Evoli kommt mit den Attacken, dann... Ja, ich habe Let's Go Evoli. Und ja, das kann man auch leicht hochboosten. Mein Evoli hatte nachher bessere Werte als mein Mewtwo. Also,
Ja. Gut, jetzt gucken wir uns mal die neue Attacke von Kano an. Und Attacke. Bam. So, ich bin durch. Ah, jetzt bin ich auch noch paralysiert, du Arschloch. Ich bin richtig easy durch, Alter. Gar kein Problem. Ricky! Aber okay. Ich hab... Hast du aus deinem Team hergeschrien? Scheiße. Jetzt hab ich den Namen überlesen. Oh, Kacke. Ja, ich wo Bungus, der kleine Pilz kommt. Achso, ups. Na egal. Hatte ich eben gesehen. Okay, da hätte Fukano drin bleiben können, ey. Oh. Hätte er, aber da Fukano paralysiert ist, ne? Paralyse ist immer scheiße. Ah. Greifen einfach mal mit Schockwelle an, mal gucken. Ja, es ist okay dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Okay. Gefühlt sie zieht Rucks und kickt mir ab, ja. Also. Tschüss. Ist das jetzt der letzte oder kommt noch einer? Rasierblatt, okay. Das gefällt mir. Ach stimmt, Silvaro hat ja. Der kann mit Schnabel angreifen. Gut, das ist praktisch. Da kann ich Silvaro auf jeden Fall gebrauchen. Ich schmeiß mir erstmal Heuler raus. Abra. Hat der überhaupt eine Attacke zum Angreifen? In den meisten Fällen maximal Konfusion. Konfusion? Hat das eine Schwelle. Juckt das Drakorn eigentlich nicht, ne? Nicht sonderlich. Ist auf jeden Fall nicht sehr effektiv gegen ihn. Okay, oder was heißt nicht sehr effektiv? Also neutral oder nicht sehr effektiv? Ich glaube eher neutral, aber. Na gut, dann kann Dragoran in der Zeit ein bisschen auftauen. Ja. Ich würde gerade schon sagen, ey. Ja, wahrscheinlich ist das so nur Teleport, dann hat er in den meisten Fällen sowieso nur. Ja. Ah, jetzt, da ist er doch. Geht doch. Dragoran ist wach. Oder wieder aufgetaut, besser gesagt. Okay, Drachenwut wäre besser gewesen. Egal. So, jetzt habe ich den Kampf auch hinter mich gebracht. Ein Glück auch, ey. Was zum Film, ey. Mikrofon muted. Microphone activated. So, Battalion Set. Okay, das ist, dann war es das ja jetzt ja mit der Insel, oder? Ja. Ah, jetzt kriegen wir Tauros. Ich würde sagen, dann können wir auf jeden Fall nochmal mit Tauros durch die Insel und uns die Encounter holen, wo wir nicht rangekommen sind. Warte, was nochmal? Ich bin gerade irgendwie komplett abwegig. Ah. Nee, wir kriegen ja jetzt Tauros und dann können wir mit Tauros uns erstmal die Encounter holen, wo wir vorher noch nicht rangekommen sind wegen Gestein. Encounter wegen Stein. Ich kann mich noch an eine TM erinnern, wo wir wegen dem Stein nicht dran konnten. Aber bei der Inselprüfung. Ja, aber unten am Meer ist doch eine Höhle und da kommt doch mit Tauros jetzt rein. Keine Ahnung, Alter. Ich bin gerade mit meinem Kopf komplett woanders. Sorry. Ich guck gleich mal hin. Da ist der Schwule wieder. Ja, aber ich muss sagen, wo ich mir das Let's Play dann mal angeguckt habe, Tali ist eigentlich minimal, ich würde sagen minimal schlimmer als der Rivale von Schwert. Aber der Rivale von dem Teil, ey, der ist auch mega ätzend, ey. Ja. Alter, das ist wirklich der zweite Tali, ey. Was? Ich habe Schwert ja selber gespielt. Beziehungsweise nein, gar nicht. Schwert habe ich nicht gespielt, ich habe Schild gespielt. Ja, fällt mir auf, ich habe sogar
Lieber FBI-Agent und sowas, jetzt bitte Ohren zu halten, dankeschön. Ich habe sogar einen Nintendo Switch-Emulator auf dem PC und Pokémon-Schild. Und ich kann da sogar auf dem PC spielen. Ja, ist halt... Mikrofon danke muted. Für das Geknister. Mikrofon activated. Hallo? Ja, konnte ich nicht ändern. Oh nein. Mann! Bist du jetzt in Kampf rein, oder auch? Ja. Aus Versehen in einen Trainerkampf, den ich damals hier, als wir das hier gemacht haben, umgangen habe. Oh. Nee, das ist keine neue Route hier. Das auf jeden Fall nicht. Da habe ich Y hingelegt. Ah, da war ein Item. Oh Mann. Ah, ich guck da nochmal. Oh. Öffne nicht dein drittes Auge, Hierachi. Dankeschön. Der ist Level 12. Was ist das für ein Item? Höher. Hey, Nugget. Kann man gut verscheppern. Was? Real Nugget? Ja, bei den Steinen, ja, genau da. Ja, ich weiß nur. Real Nugget. Der ist es bestimmt, ne? Ach so, ne, der nicht. Würde ich guck mal jetzt kurz zu der Höhle runter, was ich meinte. Ne, da bin ich gerade falsch. Ich würde gerade sagen, Lucky fahren, aber. Ich weiß nicht, wie ich das mit Towers bezeichnen soll. Lucky Ritten. Ja, ach nö. Trabikill. Ibitak. Ach, schafft Fukano. Ach stimmt, hier. Genau, die Höhle habe ich gemeint. Da fehlt uns, da können wir uns da noch einen Encounter holen. Ja, und hier lag irgendwas Gutes, wenn wir durch die Höhle durchgehen. Weiß nicht mehr genau. Genau, ich glaube hier lag der Flugzett. Oh, sorry, ich habe schon einen Counter. Mikrofon muted. Bevor ich reagiere, warte ich, bis du dann hast. Mikrofon activated. Ja, ich muss jetzt erstmal kurz nochmal. Wie kann man dieses, den Taurus nochmal ausmachen? Y. Oh. Das, was eigentlich Y ist. Und da nochmal drauf drücken. Ah, okay. Hier ist ein Item. X Angriff. Okay, dein Encounter. Was hab ich? Okay. Also, ich finde meinen Hard geil. Ich meine aber nicht. Ja, verständlich. Meinst lieber nicht mitnehmen? Also ich habe für Omod auch absolut keine Verwendung. Ich möchte einmal noch was gucken. Gesundheit. Er hat nicht Temposchub, okay, dann brauche ich ihn sowieso nicht. Dann ist er sowieso... Ja, er wäre perfekt geschwächt gewesen. Ich hätte meinen ausgenockt. Guck ihn dir an. Ja. Was Temposchub ist, die Fähigkeit, weißt du, oder? Allgemein jetzt nicht, ne. Temposchub, am Ende jeder Runde kriegt er einen Init-Boost, also einen Geschwindigkeitsboost. Und ich habe jetzt eine Kampfattacke im Team. Welche? Vergeltung. Oh, lol! Arctos. Haben will. Oh, Skorkler. Oder, nee, Skorkro. Ja. Läufst du weiter in der Höhle, oder? Ich dachte, wir würden uns jetzt nochmal angucken wegen dem Item, oder? Also, ich wäre jetzt wieder rausgegangen.
Heißt, jetzt hast du's. Ah. Oh, da war noch eins. Nugget. Irgendwo da müsste das, glaube ich, sein. Ja, hier war noch eins. Granitstein. Ja, das meinte ich aber nicht. Granitstein, hier ist noch eins. Feuerheiler. Oder ist der da erst später? Ah ne, hier, können wir hier nicht einen Encounter holen? Ich weiß jetzt nicht genau, geh noch mal kurz in die Höhle und einmal wieder einen Schritt raus. Ich möchte sehen, ob das ein unterschiedliches Gebiet ist. So, Tengrat-Hügel und das ist Tengrat-Hügel zentraler Felskessel. Eigentlich ja, würde ich sagen. Eigentlich ja, das stimmt. Hier sind mehrere Gräser. Ich glaube dann warte ich hier und dann treffen wir uns dann einfach hier, quasi. Ja, ich komme gleich sofort. Ich hole mir erst Schutz für die Höhle, weil ich keinen Bock habe, da ohne Schutz durchzurennen. Ne, ich glaube, das verschieben wir aber auf die nächste Folge und dann kannst du ja die Folge direkt hier beginnen, würde ich sagen, oder? Dann scheiß drauf. Ja, durch die Höhle kann ich dann ja so durch. Ne, dann beenden wir die Folge, wa? Ja. Ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat. Ja, ist ein bisschen chaotisch geworden, diese Folge. Lässt sich jetzt nicht ändern und die Aufnahme geht fast eine Stunde. Ja, herzlichen Dank. Ja. Also bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns auf jeden Fall über eine positive Bewertung und ein Abo, wer neu da ist. Die Komponenten sind verlinkt, also meine PC-Komponenten, Heno Channel, die Playlist, die Regeln und so weiter und so weiter. Mehr 1000 Versprecher später, danke. Ah, ich gebe jetzt erstmal das letzte Wort an Hen und dann haut da rein. Ciao, ciao. Von meiner Seite aus das gleiche. Meine PC-Komponenten unter Link zu Silber sind alles in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hinten auf der Ebene hier, da am Ende der Höhle wieder. Da gehe ich jetzt offscreen durch, eben schnell. Ist ja nicht so wirklich weit, nur ich habe keinen Bock, das jetzt in der Aufnahme drin zu haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.